Das Theater Bad Bramstedt lud wieder zu seinem gemütlichen Bühnenfrühstück ein. Bei einem leckeren Frühstück erwartete die Anwesenden einen Ausblick auf die anstehende Abo-Spielzeit 2019-2020 mit Informationen und Hintergrundwissen zu den einzelnen Stücken. Auch besondere Gäste wie Schauspieler Till Demtröder aus dem Theaterstück Vincent will mehr sind der Einladung ins Kurhaustheater gefolgt. Als Schauspieler arbeite ich in der Tat schon sehr, sehr lange. Ich habe angefangen im Alter von, ich glaube, 11, 12 Jahren durfte ich, damals bin ich von vielen kleinen blonden Jungs ausgesucht worden und durfte eine wunderschöne Verfilmung einer Novelle spielen, die 1914 spielte. Habe dann als Kinderstar in Anführungsstrichen sehr viel vor der Kamera schon stehen dürfen und habe dann irgendwann durch das Schultheater in Hamburg die Liebe zum Schauspiel dann nochmal richtig manifestiert und habe dann Schauspiel studiert in Hamburg und dann ging es los mit Tingelprogrammen, mit Tourneetheater, mit Gastspielen, mit Engagements und dann kam auch irgendwann das Fernsehen und dann kam irgendwann auch das Großstadtrevier, aus dem ich sicherlich viele der Zuschauer kennen und da kam Landarzt und viele Serien, die hier oben im Norden spielen und ich bin auch immer mit dem Norden verbunden geblieben und deswegen ist es schön, dass ich dann auch nach Bad Bramstedt kommen darf. Ich hatte ganz viele Lieblingsrollen. Also ich habe all das, was ich gemacht habe, immer sehr geliebt. Ob es nun der Landarzt war als Vanya Teschner oder der Henning Schulz im Großstadtrevier oder der Uwe Maaten bei Hallo Robby oder der Serie Blankenese, der Kapitän. Alles tolle Rollen, sehr, sehr unterschiedlich immer. Und irgendwie habe ich immer ein Stückchen von diesen Rollen auch geliebt. Also das ist das Schöne am Schauspieler. Man bekommt ja immer wieder neue Horizonte, immer wieder neue Aufgaben. Jeder Tag ist neu, keiner ist wie der andere. Wir kommen nach Bad Bramstedt mit der Komödie Vincent will mehr, nach dem gleichnamigen Kinofilm von Florian David Fitz. Es ist eigentlich ein Roadmovie. Es geht um einen jungen Mann, der die Behinderung hat, das sogenannte Tourette-Syndrom. Das sind diese Dinge, wenn die Menschen etwas sagen müssen, was sie in dem Moment gar nicht wollen und wo es auch überhaupt nicht passt. Eine Behinderung, mit der dieser junge Mann nun leben muss und wie er damit lebt, das erlebt man in diesem Stück. Ich darf seinen Vater spielen, einen aufstrebenden Politiker, damals im Film von Heino Ferch gespielt und diese Behinderung passt nun gar nicht in das Leben dieses Politikers, so kurz vor der Wahl und er schiebt ihn ab in ein Heim, aus dem er aber ausbricht, um die Asche seiner Mutter ans Meer zu bringen, denn seine Mutter, wie man jetzt vernommen hat, ist verstorben und somit ist die Verantwortung bei dem Vater. Aber diese Asche ans Meer zu bringen, darum geht es in diesem Stück mit vielen Hindernissen. Ein sehr nachdenkliches Stück, sehr trauriges, aber auch ein sehr amüsantes Stück. Und das Schöne ist, man lacht immer mit den Menschen, mit den Behinderten, man lacht nicht über die Behinderung. Und dieser Spagat gelingt sehr gut. Tolles Bühnenbild und schon bei der Premiere in Hamburg immer ausverkauftes Haus. Also da können sich die Bad Bramstedter auf ein wirklich tolles Stück freuen. Ich bin sehr gespannt, hier zu spielen. Ich merke schon eine gute Akustik hier. Das ist immer sehr wichtig. Ist auch teilweise ein sehr leises Stück. Das ist schön, wenn man dann die Zuschauer bis zum letzten Rang dann auch erreichen kann. Und bleibe gespannt. Der Titel, also glaube ich, ist mittlerweile bekannt in Bad Bramstedt und Umgebung. Und unser Hauptspieltag ist ja gewöhnlich ein Sonntag, sonntags 18.30 Uhr. Davon weichen wir in diesem Jahr zweimal ab. Einmal beginnen wir am Donnerstag, den 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, auch um 18.30 Uhr. Und dann haben wir im Februar 2020 ein Stück, das Unsorgtheater, zu Gast. Das ist ein Samstag, der 15. Februar. Dort beginnen wir um 19.30 Uhr. Das sind die beiden Abweichungen. Ansonsten ist es immer beim Sonntag, 18.30 Uhr zur gewohnten Zeit im Kurhaustheater. Es ist ja Tradition bei uns, dass wir immer einen Schauspieler als Stargast hier mit beim Bühnenfrühstück dabei haben. Das war in diesem Jahr Till Demtröder. Das gelingt uns meistens oder ist eigentlich immer ganz gut. Er ist nun ein sehr bekanntes Gesicht aus seinen Fernsehrollen. Ich möchte da nur mal das Großstadtrevier erwähnen. Dort ist er eben sehr, sehr bekannt. Und wir freuen uns, dass wir immer so einen bekannten Schauspieler haben, der auch noch diese Saison eröffnet am 3. Oktober. Und ich bin stolz und also happy, immer so ein Zugpferd dabei zu haben. Wir sind dieses Jahr natürlich mit dem Schauspiel unterwegs, wie grundsätzlich, was also mal die grundsätzliche Ausrichtung des Abo-Spielplans ist. Darüber hinaus aber haben wir es auch geschafft, Comedians, also im Bereich Comedy, abzudecken und dann auch diesmal mit Künstlern Bernhard Hoecker und Bernd Stelter, die schwer zu bekommen sind, nicht immer verfügbar sind, die wir uns auch lange gewünscht haben für dieses Haus.
Und darüber hinaus haben wir im Bereich Komödie natürlich, um dem Publikumswunsch da, glaube ich, etwas nachzukommen, auch zwei Produktionen im Haus, weil man schon sieht, wie Verkäufe sind in den letzten Jahren, die Erfahrungen ein bisschen da ausbalancieren kann, um dann zu sehen, welche Mischung es eigentlich macht. Und da ist wirklich das Ergebnis, dass die Mischung ziemlich breit gefächert sein muss. Und in dem Fall haben wir die Spielzeit auch wieder so angelegt. Also ich finde den Mix, den wir jetzt gefunden haben, sehr gut. Nicht alles, was auf den ersten Blick lustig aussieht, ist ja oberflächlich, sondern wenn ich das heute richtig verstanden habe, und da bin ich auch schon sehr gespannt, ist ja sehr viel Tiefgang auch in den Stücken mit drin und auch Personen, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt und vielleicht nur aus kurzen Ausschnitten aus dem Fernsehen kennt, haben in ihrem gesamten Bühnenprogramm oft viel zu bieten, was einen dann auch nochmal sehr stark zum Nachdenken anregt. Und das verspreche ich mir eigentlich auch von einem guten Theaterangebot. Das Theater ist in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Alle, die hier sind, sagen, das ist ja richtig toll mit den Holzvertäfelungen. Es ist noch richtig, richtig in Anführungszeichen alte Theateratmosphäre. Das genießen auch alle. Aber man darf nicht übersehen, dass im Grunde ja die gesamte Infrastruktur hier im Haus auch älter wird, erneuert werden muss. Wir konnten mit Hilfe der Stadt Bad Bramstedt, aber eben auch mit Hilfe der Stiftung der Sparkasse Südholstein vieles auch schon erneuern, von der Lautsprecheranlage über Scheinwerfer, Vorhänge, Seile und Winden. Aber es gibt eben einige richtig teure Dinge, wo man Wände und Fußböden aufbrechen muss, die wir immer ein bisschen auch nach hinten schieben, sodass ich, um es mal modern auszudrücken, sagen muss, so ganz nachhaltig ist eben der Theaterstandort hier nicht. Wir hoffen natürlich, dass es möglichst lange noch an diesem Standort so weitergehen kann. Und ich persönlich freue mich, dass eben die städtischen Gremien und auch Frau Bürgermeisterin Jeske den Ball aufgenommen haben und gesagt haben, ja, wir wollen auch weiterhin ein Theaterangebot in Bad Bramstedt und schauen einmal, ob man im Rahmen der Städtebauförderung etwas entwickeln kann, das eben auch künftig den Theaterbetrieb in Bad Bramstedt ermöglicht. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.